Azubis, die ihre Prüfung abgelegt haben, hier von ihrer Ausbildung freizusprechen. Die Ausbildung ist eine Zeit der Herausforderungen und des Wachstums. Jeder von euch hat bewiesen, dass er nicht nur fähig ist, diese Herausforderungen zu meistern, sondern auch bereit ist, darüber hinauszugehen. Dieser Abschluss markiert nicht das Ende, sondern den Beginn eines neuen Kapitels in eurem Leben. Nutzt das erlangte Wissen, die Erfahrungen und die Fähigkeiten, um eure Ziele zu verfolgen und eure Träume zu verwirklichen. Seid stolz auf das, was ihr erreicht habt, und seid zuversichtlich in eurem Können. Ich wünsche euch allen viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Möge eure Zukunft von weiterem Wachstum, spannenden Herausforderungen und erfüllenden Erfahrungen geprägt sein. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu diesem Meilenstein und alles Gute für eure Zukunft. Ich darf nun auf die Bühne bitten, die Jasmin Schiliro, Abschluss zur Verkäuferin, Samantha Neumann, Fachverkäuferin, Tim Haug, Kaufmann im Einzelhandel und der jetzt schon in der Weiterbildung zum Handelsfachcoach. Milena Bayer, Kauffrau im Einzelhandel. Alina Makogonczo, Kauffrau im Einzelhandel. Und Nathalie Kuhnbatz, ebenfalls Kauffrau im Einzelhandel. Der Erfolg eines Unternehmens hängt im hohen Maße von den Mitarbeitern, die in ihm arbeiten, ab. Die Vertrautheit mit allen Abläufen und Erfordernissen machen unsere langjährigen Mitarbeiter für unsere Unternehmen besonders wertvoll. Eure Erfahrungen tragen zum gemeinsamen Erfolg bei. Wir schätzen euer Wissen und Können, eure Zuverlässigkeit und Treue. Ihr seid für Anregungen aufgeschlossen, denkt mit und nehmt konstruktive Kritik nicht krumm. Euch Jubilare möchten wir heute Abend danken und ehren. Für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit, Herr Elisa Gheguri. Frau Cornelia Rapp. Frau Jesin Öztürk. Frau Brigitte Weibel-Sahlen. Und für unsere 25-jährigen Betriebsjubilare, Frau Clara Hagen. Frau Marlies Fischer. Frau Lilli Schambach, Frau Manuela Huber. Und dann haben wir noch unsere Mitarbeiter. Da habe ich leider keine Jahreszahl dahinter, aber die sind so lange dabei, dass sie mittlerweile in ihrem wohlverdienten Ruhestand sind. Und wenn auch uns die Treue halten, auch diese möchte ich nochmal nach vorne bitten. Frau Monika Riedmeier, Frau Brunhilde, Bruni, Gautz und Frau Inge Dreistehn. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von der Bühne mit einem großen Dankeschön an euch alle und mit einem letzten Tipp als Schlussakkord von mir. Bleibet, wer ihr sind, dann müsst ihr mir und sie umstellen.